verspätet, liebe Zuschauer, kommen wir jetzt aber zu Social Clown. Ich freue mich riesig, dass ich Sie zum zweiten Mal in meinem Studio habe. Herzlich willkommen, die Anna. Hallo. Als ich den Plan gelesen habe, dass du heute da bist, dachte ich mir, ich muss heute wieder kommen. Will ich das gemeinsam machen? Ich freue mich riesig, dass du da bist. Letztes Mal standst du hier in wunderbarer Tracht, ja, fertig fürs Oktoberfest. Hast du gut überstanden alles? Ja. Die Wiesengrippe natürlich mitgenommen, aber... Das gehört ja dazu. Oder das wäre es kein Wiesen. Eben. Du sagst du, Anna, wir haben mega tolle Angebote, gell, die wir heute hier ein bisschen näher beäugen möchten. Und natürlich geht es um Ihre ganzen Kommentare, liebe Zuschauer. Vielleicht zitieren wir ja sogar, die Anna zitiert die einen oder den anderen von Ihnen. Denn wir wollen natürlich auch immer, dass Austausch auf unseren Social-Kanälen ist. Und dafür ist die Anna zu unserem Team dazugekommen. Und wir freuen uns riesig, dass sie dabei ist. Und ich freue mich, wie gesagt, jetzt riesig, dass sie hier ist. Wir starten durch mit unserem ersten Angebot. Bilder aus Ägypten. Dahin geht der nächste Urlaub, wenn Sie möchten. Wir haben ein ganz, ganz tolles Haus in einer Luxusregion mit einem Namen, der für eine waschechte Bayerin und eine waschechte Hessin nicht kompliziert auszusprechen ist. Ich gebe mein Bestes, Premier Le Reuf. Und ich finde, das klingt sensationell. Aber, liebste Anna, du hast uns eine Menge mitgebracht, was viel wichtiger ist als der Name. Ja, genau. Genau, das Premier Le Reuf Hotel und Spa, wie auch immer es gesprochen wird, ist mir direkt ins Auge gestochen, weil es einem wirklich ein Traum ist. Und wie es der Name natürlich schon sagt, im Französischen heißt ja Le Reuf, glaube ich, der Traum, soweit es mir zu Ohren gekommen ist. Und genau. Und das nicht nur wegen der wunderschönen Anlage, sondern tatsächlich auch aufgrund der durchweg positiven Kommentare. Und ich meine, wir sehen es ja schon, 5 Punkte bei über 11.116 Kommentare. Da ist der Traveler's Choice Award ja dann nur noch das Tüpfelchen auf den i sozusagen. Und ja, und genau, also was mir da eben besonders aufgefallen ist, ist, dass die Gäste da von einer ganz besonderen Atmosphäre sprechen. Und ich sagt, wir schauen uns das einfach mal an, was die so geschrieben haben, oder? Ja, finde ich immer gut, was die Gäste schreiben. Das sind immer die ehrlichsten Kommentare und die ehrlichsten Feedbacks, genau, die man kriegen kann. Und zwar hat die Melanie geschrieben, die war im Juli 2024 da. Traumhaft schöner Urlaub in einem außergewöhnlichen Hotel. Das Premier Le Reuf, das ist schon wieder der Name, ist ein ausgezeichnet gut geführtes Hotel. Die Zimmer sind außerordentlich sauber und sehr geräumig. Das Hotelpersonal ist überaus zuvorkommend und freundlich. Das Essen in dem Hotel ist mit nichts, was wir bisher erlebt haben, zu überbieten. Da ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Die gesamte Anlage ist sehr gepflegt, man fühlt sich einfach nur wohl. Genussvoll und exquisit. Wir hatten einen sensationell traumhaften, schönen Urlaub und kommen mit Sicherheit sehr gerne wieder und danken dem gesamten PLR, Premier Le Reuf Team, für ihre Professionalität. Genau, aber auch die Claudia hat geschrieben, wir sind begeistert. Wir waren im Juli und August 2024 zum ersten Mal in diesem außergewöhnlichen Hotel. Bereits beim Betreten der eleganten Lobby spürt man die besondere Atmosphäre. Das gesamte Personal ist äußerst hilfsbereit und freundlich, stets wurde man mit einem Lächeln begrüßt. Man fühlt sich als Gast sehr geschätzt und willkommen. Besonders erwähnen möchten wir Christina von der Gästebetreuung. Wir haben bereits sehr viele Hotels besucht, aber noch so eine professionelle, engagierte und warmherzige Betreuung haben wir noch nie erlebt. Süß. Nochmal ein herzliches Dankeschön für die Organisation unserer Geburtstage. Genau, noch da wird der Kellner Mustafa und das Frühstück und das Abendessen noch erwähnt, weil der Kellner auch und sehr, sehr nett war. Und im nächsten Kommentar, ich muss das dann danach zusammenfassen, schreibt Night Moon, ein wahrer Traum, Premier Le Reuf. Dieses Hotel ist für uns einfach ein zweites Zuhause geworden. Und das liegt daran, dass hier jeden einem die Wünsche von den Augen abliest. Jeder engagiert sich, egal welche Position er innehat. Auch die höchsten Manager packen mit an, wenn nur ein Mann ist. Da werden Getränke zusammengestellt und klitschnasse, schwere Tauchequipmentboxen im Anzug durch die Gegend getragen. Wow. So etwas hatten wir vorher noch nie erlebt. Und auch vom Roomboy Islam gehört ebenfalls zu den Personen, die erwähnt werden sollten. Unser Zimmer war immer sauber und wunderschön dekoriert. Alle ein dickes Dankeschön.
Und ich finde, an diesen Kommentaren merkt man halt schon, was da, dass hier ein sehr familiäres Miteinander herrscht. Und man kennt sich bei Namen, jeder packt an. Und ja, ich glaube, das spricht irgendwie alles so für sich, dass das wirklich so ein Zuhause für jedermann ist dort. Was und vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist. Auf allerhöchstem Niveau auch, ja. Gell? Das ist schon tolle Kommentare, die du rausgepickt hast. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, dass der Adults-Only-Hotel ist, also dass man da ohne Kinder anreisen darf, aber ja. Die Anna darf das erwähnen, denn die Anna hat mir gerade verraten, dass sie selber auch schon Mami ist, obwohl sie ja so jung ist. Das heißt, zwischendrin mal ohne, ne, wäre auch mal ganz nett. Meine ist inzwischen größer als ich, die schickt mich eher schon woanders hin zum Urlaub machen. Aber hier ganz wichtig, sie müssten mindestens 16 Jahre alt sein, um einzuchecken. Und sie haben bei uns Vorteile, liebe Zuschauer, die hier im Preis da vorne noch gar nicht mit drinstecken, im Wert von insgesamt über 400 Euro. Auf der einen Seite haben wir für sie nämlich ein Upgrade aufs Doppelzimmer seitlichen Meerblick. Auf der anderen Seite gibt es das hier noch, einen Premium-Pass. Und da sehen Sie die lange, lange Liste an Vorteilen, die Sie nicht bezahlen, aber vor Ort natürlich genießen dürfen. Mich würde es auf alle Fälle hier schon magisch anziehen, wenn ich sehe, zweimal zusätzliches Abendessen à la carte ist einfach ein Traum. Und das, obwohl Sie ohnehin schon mit Ultra All-Inclusive, glaube ich, keinen Hunger zwischendrin zu leiden haben. Deswegen richtig cooles Angebot. Ist für Ägypten hochpreisig, gebe ich völlig zu. Aber das ist auch wirklich Luxus vom Feinsten in der wirklich renommierten Region Salhashish. Also kommt wirklich eins zum anderen und deine Kommentare unterstreichen das nochmal, dass hier natürlich gerade auch, weil es so ein besonders luxuriöses Haus ist, extrem auf Service Wert gelegt wird. Überzeugen Sie sich, schauen Sie sich die Bilder gerne in Ruhe an. Eine traumhafte Auszeit. Das verspricht allein schon der Hotelname Le Rêve. Übersetzt der Traum. Wir lassen Ihren Urlaubstraum in einem 5-Sterne-Resort am Roten Meer Wirklichkeit werden und legen unser Premium-Paket mit vielen tollen Extras obendrauf. Herzlich willkommen im Premier Le Rêve Hotel & Spa im exklusiven Ferienort Salhashish. Das stilvolle Erwachsenenhaus punktete mit einer Gästezufriedenheit von fast 100%. So recht, wie wir finden. Bereits bei Ihrer Ankunft werden Sie mit einem Upgrade empfangen. Sie beziehen ein Doppelzimmer mit seitlichem Meerblick. Beim Baden haben Sie die Wahl zwischen mehreren Swimmingpools mit herrlichen Relax-Terrassen. Auch im Innern des Hotels verbirgt sich eine Oase. Dank unseres Premium-Pakets können Sie sich einmal den Besuch im exklusiven Skypool mit Panoramaglasdach gönnen. In der obersten Etage gelegen, stehen Ihnen in diesem Bereich auch eine Sauna und ein Whirlpool zur Verfügung. Für noch mehr Entspannung bekommen Sie als Sonnenklar-TV-Gast Wellnessbehandlungen 20% günstiger. Begeistern wird Sie auch der hoteleigene Strand mit Hausriff und Uferpromenade. Kulinarisch erfüllt Ultra All-Inclusive alle Wünsche. 3 Buffets täglich, Kaffee, Gebäck und Snacks am Nachmittag. Außerdem speisen Sie insgesamt 5-mal à la carte und kommen so in den Genuss chinesischer, mediterraner und italienischer Köstlichkeiten. Getränke sind zudem rund um die Uhr griffbereit. Freuen Sie sich auf eine traumhafte Auszeit im 5-Sterne-Premier Le Rêve in Salhashish. Ein wirklich unfassbar hochwertiges Hotel, das wir Ihnen aktuell zum allerbesten Preis anbieten. Und genau das würde ich Ihnen gerne noch ein bisschen deutlicher machen durch einen Preisvergleich. Da nehmen wir uns die 7 Nächte in einem Doppelzimmer ohne großen Blick aufs Meer mit Ultra All-Inclusive und vergleichen das am 6.12. mit Flug ab Stuttgart mit Bucherreisen. Hier sehen Sie beide Reisekosten von Bucher und Sonnenklar TV direkt in der Gegenüberstellung. Und Sie sparen bei uns 286 Euro.
was echt viel Geld ist, was sie weniger bezahlen. Und dafür bekommen sie noch viel mehr Annehmlichkeiten, die einen Gesamtwert von über 440 Euro haben, nämlich das Zimmer-Upgrade und dieses Riesen-Premium-Paket, wodurch sie ja nochmal Ermäßigungen im Wellnessbereich haben, zusätzliche à la carte Abendessen, also viel mehr Vorteile. Und die führen am Ende zu viel mehr Urlaub. Hier nochmal alles auf einen Blick, tolles Haus, super Kommentare in den Social-Media-Kanälen, die uns die Anna gerade vorgelesen hat. Und Sie brauchen die Bestellnummer 248051 zum Buchen oder Optionieren. Und weiter geht's hier bei uns bei Social Klar mit einer ganz, ganz tollen Thailand-Kombination, die Sie genießen dürfen. Erstmal im Raum Phuket. Da haben wir nämlich die vorgelagerte Insel Coconut Island, die Sie kennenlernen werden, auf der es insgesamt sogar nur zwei Hotels gibt. Und die Region Khao Lak, da ist der Coconut Beach. Da spielt die zweite Musik. Und heute spielt bei uns die Anna die Musik. Das heißt, ich kann mich komplett rausnehmen und Anna wird ein bisschen zu beiden Hotels schwärmen. Ja. Und zwar, also das Canterbury Beaches in Khao Lak und das Bacello Coconut Island in Phuket sind ja auch, also Phuket und Khao Lak sind ja zwei super beliebte Regionen. Und auch die zwei Hotels sind bei Sonnenklar TV bisher immer sehr gut gelaufen. Und dann habe ich eben mir auch gedacht, dann schauen wir uns die mal wieder genauer an. Und habe hier vor allen Dingen für Strandliebhaberinnen herausgefunden, oder Strandliebhaber und Strandliebhaberinnen, um hier beide Geschlechter abzudecken, sollte das Canterbury Beach Resort sofort ansprechen, denn es liegt wohl am schönsten Strand von Khao Lak. Aber das schauen wir uns am besten mal in den Kommentaren an, würde ich sagen, oder? Du musst das noch schnell starten einmal, genau. Ich bin ein bisschen perfekt, und jetzt müsste es auch schon irgendwie zu sehen sein. Ja, genau, also ich meine, fünf Sonnen von sechs und eine 90%ige Weiterempfehlungsrate ist ja schon mal eine sehr gute Hausnummer, würde ich sagen. Riesen Kompliment. Ja, und genau. Ich schaue mal direkt in den ersten Kommentar rein vom Sven. Und der schreibt dem Top-Hotel am schönsten Strand von Khao Lak. Sehr freundliches Personal, Natur pur mit vielen Tieren, wie schöne Vögel, Warane, Eidechsen, freilaufende, liebe Hunde, Schmetterlinge. Und die Villas sind sehr gut ausgestattet. Wir hatten eine Villa, kleines Häuschen mit ca. 60 Quadratmeter, sehr gute Ausstattung, top. Und ich glaube, die haben wir auch in unserem Angebot mit dabei, die Villa. Ja. Deswegen dachte ich mir, spiegelt das ja das schon mal sehr gut wider. Und auch die Heike schreibt, ein Haus zum Wohlfühlen, toller Strand, ruhige Anlage mit tollen kilometerlangen Traumstrand, Bungalows zwischen Palmen und tollem Garten, super Frühstück, freundliche Angestellte. Also ich würde sagen, wir fassen da mal zusammen. Also die tolle Anlage, die wunderschönen ausgestatteten Villas und Bungalows, freundliche Angestellte, super Essen. Was will man mehr in Khao Lak? Aber auch das zweite Hotel, das Bacello, würde ich euch gerne nicht vorenthalten wollen. Unbedingt. Genau. Und das Bacello Coconut Island liegt auf so einer kleinen Insel vor der Insel Phuket. Aber man ist auf dieser Insel halt wirklich total für sich. Und es ist wirklich so ein bisschen so Abstand von dem großen Trubel und kann da total entspannen. Und auch bei, es hat 4,5 von 5 Punkten bei 3.409 Bewertungen, auch wieder ein Traveler's Choice Award. Ich denke, auch wieder selbstsprechend für sich. Und ja, auch da habe ich mir ein paar Kommentare rausgesucht. Und zwar zum einen von Fabian Merlin, der hatte dort seine Flitterwochen wohl verbracht. Ist ja auch immer ein Punkt für sich, wenn man seine Flitterwochen in einem Hotel verbringt. Und eben ein sehr schönes Hotel, abseits des Trubels. Man kann hier bei sehr nettem Personal und schönem Ambiente eine sehr gute Zeit haben. Und die Möglichkeit, um in die Stadt zu kommen, ist auch gegeben. 5 Minuten mit dem privaten Boot des Hotels ist man wieder an Land und kommt gut mit dem Taxi oder bouldern alle Sehenswürdigkeiten. Im Großen und Ganzen ein gelungener Urlaub, auf jeden Fall wiederholenswert. Und auch der nächste Kommentar schreibt, Regenwaldfeeling plus Abenteuer in der schnell erreichbaren Stadt. Eine schöne Kombination aus Regenwaldfeeling und Ruhe. Auf der sicheren, komfortablen Insel und dennoch in der Nähe zum abenteuerlichen und bunten Stadttreiben. Alles in allem ein besonderer Urlaub mit vielen schönen Eindrücken und Erinnerungen von Landkultur, Fauna und Flora und den besonders freundlichen Locals. Ein wunderbarer Urlaub für die ganze Familie. Jedes Familienmitglied kam auf seine Kosten, vom Spa zu den tollen Aktivitäten, wie zum Beispiel Tauchen etc., die rund um Phuket angeboten wurden. Und ich finde es auch hier nochmal sehr wichtig zu erwähnen, dass man halt, man ist auf dieser Insel und man ist davor, also vor Phuket quasi, aber man ist trotzdem nicht weit weg vom Phuket. Mhm. Also wirklich dieses Wassertaxi, was das Hotel bietet, fährt 24 Stunden am Tag und man kommt zu jeder Zeit nach Phuket rüber. Und ist aber trotzdem einfach so ein bisschen abseits vom Trubel. Und ich glaube, man kann ja wirklich ein sehr
tollen Urlaub erleben, den also wirklich jedermann glücklich macht. Und es ist für Phuket tatsächlich auch was Besonderes, denn Phuket selber ist ja schon nicht nur die größte Insel Thailands, sie ist schon auch wirklich sehr quirlig in manchen Ecken. Ne? Und viele, die Phuket hören, denken auch sofort, oh, das ist mir zu viel Trubel, ich möchte meine Ruhe in Thailand. Mhm. Und das ist eben genau das Gegenteil. Coconut Island, wie gesagt, zwei Hotels gibt es drauf. Das Barcelo liegt an der Nordküste, dann gibt es noch ein zweites, genau diagonal. Also die kommen, auch die Gäste kommen sich überhaupt nicht in die Quere. Hier geht es um absolute Ruhe. Und genauso, Anna, wie du es auch so jetzt in den Kommentaren super schön so rausgefiltert hast, ist es trotzdem die Anbindung an dieses quirlige Phuket da. Das heißt, wer möchte, ne, kann das genießen. Tolle Kombination, die wir haben mit zwei Hotels. Anna hat es gerade schon erwähnt, die bei uns, auch wenn wir sie einzeln anbieten, immer super, super Begeisterungsstürme auslösen. Und jetzt haben sich unsere Produktmanager gedacht, kombinieren würdet ihr uns sie doch mal. Und ich finde, das eine sehr erfolgreiche Kombi geworden. Schauen Sie sich die gerne an. Lange Sandstrände, kristallklares Wasser und jede Menge Sonnenschein. Das und mehr erwartet Sie mit dieser Reise, die Sie für eine Woche nach Khao Lak und Phuket bringt. Dank Upgrade in luxuriöse Villen und Suiten. Eben ein zweiwöchiger Thailand-Urlaub à la Sonnenklar TV. In Khao Lak beginnt Ihr Urlaubstraum. Zu Ihrer Rechten die Andamanensee und zur Linken das überaus beliebte 4-Sterne Kantari Beach Hotel direkt am langen Strand. Hier stimmt einfach alles, angefangen bei der unglaublichen Gastfreundlichkeit der Menschen bis hin zur wunderschönen Außenanlage. Mitten im tropischen Garten dürfen Sie 7 Nächte eine Villa mit separatem Wohn- und Schlafbereich sowie einer eigenen Terrasse samt Außendusche beziehen. 60 Quadratmeter ganz für Sie allein. Unserem Upgrade sei Dank. Immer in der Nähe die 2 Süßwasserpools, in denen Sie gemütlich Ihre Bahnen ziehen können. Auch in kulinarischer Hinsicht sind Sie ein Glückspilz. Mit Halbpension kommen Sie 2-mal täglich in den vollen Genuss der vielfältigen Thai-Küche. Im Spa könnten Sie sich mit den angebotenen Massagen noch ein wenig mehr Entspannung gönnen. Das absolute Highlight ist und bleibt allerdings der hoteleigene Strand. Mithalten kann auch der Strand Ihres nächsten Ziels, Phuket. Hier checken Sie für eine weitere Woche ins 4-Sterne Barcelo Coconut Island ein. Das Zimmer-Upgrade ist auch in diesem Hotel der absolute Wahnsinn. Denn Sie beziehen eine 65 Quadratmeter große Suite, deren eigene Terrasse einen privaten Jacuzzi beinhaltet. Wir wünschen ungestörtes Badevergnügen. Zum Bahnenziehen eignet sich der große Pool im Herzen des Resorts. Umringt von viel Grün herrscht hier immer eine entspannte Atmosphäre. Genau wie im Rest der Anlage, die mit vielen gemütlichen Ecken punktet. Der Spa ist dabei natürlich der gelassenste Ort. Kommt Hunger auf, schafft Halbpension Abhilfe. Mit internationalen und typisch regionalen Gerichten. Stoßen Sie an auf diesen 2-wöchigen Thailand-Urlaub mit Upgrades auf Villen und Suiten. Eben ein Urlaub à la Sonnenklar TV. Reisezeit beginnt im Januar, was einer der schönsten Monate für Thailand ist. Generell die ersten Monate, die wir haben, sind die absolute Peak-Season für diese Destination. Januar, Februar, März bis in den April. Den Mai können wir Ihnen anbieten mit dem Eckpreis. Juni sind ebenfalls Termine möglich mit 1.899 Euro. Juli bis August oder Juli und August können wir Ihnen nichts mehr anbieten. Gibt es keine Anreisen mehr. Dafür nochmal im September. Das alles im kommenden Jahr. Das heißt, Sie dürfen gerne Termine optionieren. Und Sie haben immer den Vorteil, dass Sie erstmal nur 20% vom Reisepreis anzahlen, den Rest dann erst 4 Wochen vor Reiseantritt begleichen. Bestellnummer 248067. Und
wir haben noch ein drittes Angebot bei Social Klar. Und ich glaube, das ist so die absolute, die Lieblingsdestination, ne, von uns gerade deutschen Urlaubsgästen, aber ja, auch den Sonnenklar-TV-Zuschauern. Das Feedback in die Türkei, in die türkische Riviera, ist riesengroß. Kurze Flugzeit, leckeres Essen, tolles Wetter, nette Leute. Ja, was will man eigentlich mehr, gell? Ja, ich habe tatsächlich auch letzte Woche mal nach einer Auswertung gefragt und tatsächlich war die Türkei die beliebteste Sommerdestination bei den Sonnenklargästen und Antalya hat sogar Mallorca von der beliebtesten Destination vom Thron gestoßen. Tatsächlich vom Tisch gefegt. Tatsächlich, ja. Ist nicht nur bei Sonnenklar übrigens so. Ich habe letztes Jahr tatsächlich das offizielle Ranking auch wieder in den Händen gehabt. Das ist wirklich Platz Nummer 1 für die deutschen Urlaubsgäste und liegt natürlich auch an diesen wirklich sensationell tollen Hotels. Ein ganz besonderes haben wir im Gepäck, das da in Lara liegt, Stadtteil von Antalya. Und das hat es echt in sich, gell? Das ist ein cooles Haus. Ja, also das Hotel fand ich total abgefahren. Also allein schon, wie das Hotel das ausschaut, wie ein Schiff. Mhm. Halleluja. Und natürlich, wie der Name auch schon sagt, Titanic Deluxe Lara ist es dem berühmten Schiff nachempfunden, der Titanic. Und ja, ein mega, mega tolles Hotel und auch zu einem richtig Top-Preis, 599 Euro für eine Woche. Das macht man erstmal nach so. Ja. Und auch zu dem, was man alles geboten kriegt, wirklich top. Also gibt es nichts Besseres. Und auch bei den Türkei-Urlauber und Urlauberinnen ist das Hotel sehr, sehr, sehr beliebt. Ich meine, auch hier 5,4 von 6 Sonnen und eine 89-prozentige Weiterempfehlungsrate bei knapp 5000 Kommentaren. Kann man nicht meckern. Und meinem scharfen Auge sind natürlich auch wieder bei den Bewertungen zwei Sachen besonders ins Auge gestoßen. Und die zeige ich doch mal direkt. Und zwar geht es zum einen um die Wiederholungstäter. Und einen Moment, hier haben wir den Tuncher, ja. Ne? 20 Jahre unser Haus. 20 Jahre. Wow. Und er schreibt ihm, seit 20 Jahren komme ich in dieses Hotel und im Laufe der Zeit hat sich hier alles weiterentwickelt. Also es ist wirklich auch so, dass das Hotel weiterlebt und weitermacht und halt nicht einfach in der Zeit stehen bleibt. Wir kommen hierher, um die Sonne, das Essen und die Getränke zu genießen. Natürlich gibt es immer wieder Aktualisierungen und diese Neuerungen sind durchweg positiv. Das gefällt uns sehr. Was uns hier meistens ans Herz gewachsen ist, ist die familiäre Atmosphäre mit den Mitarbeitern. Dieses Hotel ist wie ein zweites Zuhause für uns und die Tatsache, dass hier jeder respektvoll und herzlich miteinander umgeht, macht es zu etwas ganz Besonderem. Es ist ein richtiges Familienhotel, in dem wir uns stets willkommen und gut aufgehoben fühlen. Es geht runter wie Öl. Super süßer Kommentar, ehrlich, ganz, ganz toll. Vor allem, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, in Zeiten wie heute, wo man eigentlich so eine Wahnsinnsfluktuation hat, was die Mitarbeiter angeht, ne? Und wenn der nach so einer langen Zeit schreibt, das ist wie Familie, heißt das ja auch, dass es dort Mitarbeiter gibt, die auch schon zum Teil seit 20 Jahren da arbeiten. Ne? Ganz, ganz großes Kompliment ans Hotel. Ja, spricht fürs Haus. Aber auch die Ekrem schreibt wie immer toll und wir kommen bereits seit 15 Jahren in dieses Hotel. Also der Kunde war nicht der Einzige, der hier 20 Jahre bleibt, sondern auch die Ekrem. Und wir bevorzugen es, die Cabana zu nehmen, sobald man seine Privatsphäre und liegen, sind sehr bequem. Nächstes Jahr werden wir bestimmt wiederkommen. Also es gibt hier im Hotel auch die Möglichkeit, so Cabanas am Strand zu buchen, wo man dann wirklich ganz für sich alleine ist und total relaxed den Strandtag verbringen kann. Genau. Super schön. Ja, und dann ist mir noch eine zweite Sache ins Auge gefallen. Jetzt ist eher für die Großeltern und Eltern, wo wir wieder beim Kinderthema sind. Und zwar schreibt die Fatih, Empfang, Freundlichkeit vom Personal, super zufrieden, schöne Anlage. Und es gibt einen Kids Club, ist sehr professionell mit mehreren Spielräumen sowie Schlafzimmer. Und es gibt eine Lounge, die man bei Abreisetag benutzen kann. Essen alles top, aber hier besonders auf den Kids Club einzugehen, der muss wohl wirklich, also ich habe das mehrfach gelesen, dass der so toll sein soll. Ich habe hier auch nochmal, um das zu unterstreichen, einen zweiten Kommentar von Alexander dabei. Der ist halt auch perfekt wie immer, wohl auch ein Wiederholungstäter. Er schreibt halt eben auch, perfektes Hotel mit einem durchdachten, abgestimmten Angebot für jeden Zimmer, sehr sauber, ansprechend. Personal immer hilfsbereit und nett, Tage am Meer, relaxen am Pool. Abends immer wieder spannende neue Shows. Überwältigend, großes Essensangebot und für die Kids quasi ein Kindergarten. Vor kurzem neu gebaut, echt super, sodass die Eltern auch wirklich relaxen können. Und ich finde, das ist besonders wichtig, wenn man halt weiß, die Kinder sind in guten Händen und man kann wirklich entspannen und es ist nicht so, oh Gott, wie mache ich es oder wie tue ich es? Und das finde ich immer ganz schön, dass man halt dann weiß, okay, sie sind wirklich gut aufgehoben, die haben Spaß, mir als Erwachsener geht es gut. Und ja, das spricht doch dann für einen sehr entspannten und tollen Urlaub. Und ich finde es vor allem schön, in so einem Luxushotel Urlaub zu machen, die trotzdem so auch für die Familie, ne, so wirklich alles möglich machen, dass es entspannt ist. Und ich meine, du kannst aus eigener Erfahrung sagen,
wenn es den Kindern im Urlaub gut geht, dann können wir selber auch relaxen. Mhm. Und wie gerne hat man schon auch mal zwischendrin 1-2 Stunden, um Buch in Ruhe zu lesen. Mhm. Ist schon auch mal nett. Ja. Ne? Man will die Kleinen jetzt nicht den ganzen Tag abgeben, aber so zwischendrin ein gutes Gefühl dabei zu haben. Das heißt, ein gutes, ein tolles Hotel, sowohl für Familien, aber auch für Paare, die was Besonderes suchen. Egal, wer anreist, die haben den großen Vorteil, dass wir einen 2-Stop-Transfer haben. Jetzt muss ich dazu sagen, Lara ist ohnehin gar nicht so weit weg vom Flughafen. Das ist eh eine kurze Distanz. Mhm. Aber es passiert trotzdem manchmal, dass dann der Shuttlebus, ne, der Transfer bei 15 anderen Hotels anhält und aus so einer kurzen Distanz plötzlich 2 Stunden werden. Passiert Ihnen hier garantiert nicht. Außerdem gibt es ein Zimmer-Upgrade, ganz bequem Bademantel und Puschen, die Sie schon vor Ort nutzen dürfen. Was klasse ist, weil wir ja auch Wellness-Anwendungen für Sie mit Ermäßigung dabei haben. Das heißt, da brauchen Sie keinen Bademantel von zu Hause mitnehmen. Und freuen Sie sich auf ein zusätzliches Abendessen à la carte in einem echt besonderen Haus. Und letzter Satz, bevor wir uns die Bilder anschauen, den du gesagt hast, nämlich mit deiner ersten von Tunche, der Kommentar, dass er nochmal betont hat, das ist ein alteingesessenes Hotel, das aber immer, du hast so schön gesagt, am Ball der Zeit bleibt und immer wieder renoviert, immer wieder modernisiert. Und wenn Sie die Bilder nämlich jetzt sehen, achten Sie mal drauf, man könnte glauben, das ist ein Haus, das hat dieses Jahr erst eröffnet, ist aber alteingesessen seit 20 Jahren, hat einen traumhaften Garten dadurch, aber das Interieur, alles immer wieder top aktuell. Das finde ich cool. Herzlich willkommen an Bord. Erleben Sie einen Hotelurlaub im Glanz des legendären Titanic-Schiffes. An der atemberaubenden türkischen Riviera trifft türkisfarbenes Wasser auf goldene Sandstrände. Und historische Schätze verschmelzen mit moderner Schönheit. Dort liegt die Titanic für Sie vor Anker, als ein Hotel der absoluten Luxusklasse. Das 5-Sterne Titanic Deluxe Lara. Dieses architektonische Meisterwerk, inspiriert von der Legende des Titanic-Schiffes, nimmt Sie mit in eine Welt der glamourösen Eleganz und des Komforts. Wie ein Ozean umfasst die majestätische Poollandschaft das Hotel und lässt Sie in maritimen Oasen entspannen. Den Wogen des Meeres lauschen Sie am hoteleigenen Sandstrand samt Badesteg. Im Inneren des Hotels betört das Zusammenspiel aus maritimen und modernen Elementen. Vom Balkon Ihres Doppelzimmers genießen Sie dank Upgrade den seitlichen Blick aufs Meer. Gourmet-Buffets auf Titanic-Niveau sind die Basis Ihrer Ultra-All-Inclusive-Verpflegung. Ergänzt werden Sie durch Snacks, Gebäck sowie Eis und Waffeln und Getränken rund um die Uhr. Einmal laden wir Sie zu einem à la carte Dinner in einem der 3 Spezialitätenrestaurants ein. Sie haben die Wahl zwischen italienischer Küche, frischen Meeresfrüchten oder einem saftigen Steak. Edel gestaltet lockt der großzügige Wellnessbereich. Auf jede Anwendung erhalten Sie von uns 20% Ermäßigung. Zum krönenden Abschluss jedes Urlaubstages schenken Ihnen Veranstaltungen und Shows unvergessliche Momente glanzvoller Unterhaltung. Das Titanic Deluxe Lara, so legendär wie sein Namensgeber. Und das fassen wir natürlich auch noch mal zusammen. Die eine Woche im 5-Sterne Titanic Deluxe Lara, Doppelzimmer, seitlicher Meerblick, den wir Ihnen schenken. Die Ultra-All-Inclusive-Verpflegung mit Getränken rund um die Uhr, die ist im Preis schon mit drin. Dafür schenken wir Ihnen noch on top das Abendessen, das Sie im à la carte Restaurant auf unsere Kosten genießen dürfen. Ganz, ganz, ganz großartiges Angebot ist mit diesen günstigen Reisekosten leider nur noch ganz kurz hier bei uns buchbar mit der 248039. Und so schnell, liebe Zuschauer, kann eine halbe Stunde rum gehen. Manchmal ziehen die sich wie Kaugummi und jetzt ist die Anna bei mir, da macht's tschuck, da sind 30 Minuten weg. Ich würde dich gerne hier behalten, Anna. Ja, aber du hast zu tun. Ja. Ja, ihr seid schon wieder voll in der Planung, was Gewinnspiele angeht. Was steht denn da in der Pipeline? Genau, wenn Sie als Zuschauer auch mal wie ich hier Fernsehluft schnuppern wollen, dann haben wir ein ganz tolles Gewinnspiel auf unseren sozialen Kanälen, Medienkanälen, auf Facebook und Instagram. Und zwar könnt ihr
eine Woche im Acacia Swiss Resort in Ägypten gewinnen und gleichzeitig noch Protagonistin unserer Happy Holiday Show werden, wo man so lustige Challenges gegen unsere Redakteure macht. Und alles, was ihr dazu machen müsst, ist erstmal kommentieren, mit wem ihr da gerne teilnehmen würdet unter unserem Beitrag. Und dann werden wir Ende Oktober auslosen. Und in der zweiten Runde dürfen sich dann 10 Finalisten mit einem Video nochmal bewerben. Und dann losen wir dann endgültig den Gewinner aus. Genau. Wie cool. Und kommentieren bei Facebook und bei Instagram. Ja, da habt ihr auf beiden Kanälen habt ihr diesen Beitrag stehen. Dieses Hotel, liebe Zuschauer, das Acacia Swiss, da kann ich Ihnen jetzt schon den Tipp geben, das ist unser Angebot des Tages von Donnerstag. Das heißt, wir werden morgen am Mittwoch schon mal so eine kurze Vorschau drauf geben. Da können Sie sich das Hotel schon mal angucken. Das könnte dann das Haus sein, in dem Sie eine Woche Urlaub gewinnen. Nächstes Jahr im Februar, um dann tatsächlich mit unserem Team vor der Kamera zu stehen. Mhm. Richtig coole Sache, muss ich sagen. Und Anna, wie gesagt, dich würde ich am liebsten hier behalten. Aber ich schicke dich jetzt in deinen wohlverdienten Feierabend. Schön. Mach's gut, meine Süße. Und ja, Sie bleiben hoffentlich dran. Wir haben eine kurze Werbepause und dann reisen wir einfach gemeinsam weiter durch die schöne Welt.